weswegen Kamal ins Gefängnis oder so völlig bei den Haufen geworfen wurde. Und was mich auch sehr berührt hat, sind diese Nachhaltigkeit dieser Erfahrung. Und wir haben heute drei ehemalige Häftlinge hier, die in dem Buch vorkommen und die, sage ich mal, für drei, wenn man so will, Häftlingsgenerationen stehen. Neben mir sitzt Wolfgang Stiel, der in den 50er Jahren inhaftiert war, zunächst in Thüringen aufgewachsen ist, zunächst eine Lehre als Bäcker machte, dann an die Arbeiter- und Bauernfakultät kam, dort dann häufig Touren nach West-Berlin unternommen hat, Zeitschriften von dort mitbrachte, Radio hörte und letztlich dann wohl, wenn ich das im Buch richtig entnommen habe, von einem Kommilitonen angeschwärzt wurde und dann aufgrund von Verbreitung von Zeitschriften, Westkontakten in Haft kam. Und später dann sein Studium nicht fortsetzen konnte, aber dann wieder eine Anstellung als Bäcker fand und später auch als Leiter einer Fabrik. Dann sitzt ganz außen, ich gebe es einfach mal in der Reihenfolge der Jahrzehnte vor, Frau Hartmann, die noch jünger war, als sie inhaftiert wurde, nämlich erst 16, Entschuldigung, die als 15-Jährige, wie Frau Klugstedt bereits erwähnte, über die Grenze kroch, die damals schon zu war, um ein Rolling Stones-Konzert mitzuerleben und auch um zu ihrem Vater in den Westen zu kommen. Dann aus Heimweh wieder zurückging, ihre Ausbildung zunächst fortsetzen konnte, dann aber letztlich doch festgenommen wurde wegen, wie war das, Anstiftung zur Republikflucht und nach ihrer Haft nicht wieder in ihre Ausbildung zurück konnte. Neben ihr sitzt Frau Stürzer, die für in den 70er Jahren inhaftiert war, die auch in Thüringen aufwuchs, zunächst eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin machte, anschließend über Abendschule machte und dann ein Studierte an der Pädagogischen Hochschule in Erfurt, während dieser Zeit mit anderen oppositionellen Studierenden in Kontakt kam, sich mit Unterschriftensammlungen gegen die Exmatrikulation eines Kommilitonen wehrte und später dann letztlich wegen einer Unterschriftensammlung als Protest gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann inhaftiert wurde. Und nach ihrer Haft zunächst, wie sich das schon schön hieß, zur Bewährung in die Produktion kam, sich dann aber als Künstlerin unter den damals gegebenen Möglichkeiten verselbstständigte. Beim Lesen all dieser Biografien hatte ich schon den Eindruck, es gibt spezifische Erfahrungen jedes Jahrzehnts. Es hing sehr auch von den Zeitumständen auch ab, es hing auch von den Umständen ab, ob jemand schon eine Ausbildung hatte oder nicht, wie man später damit umgehen konnte. Und ich möchte jetzt einfach mal in die Runde bitten, vielleicht fängt der Stiel an, dass wir so zeitlich durchgehen, ein bisschen zu berichten über die eigenen Erfahrungen oder auch die Erfahrungen, die Sie von anderen mitbekommen haben. Ach, und vielleicht noch kurz zum Ablauf, ich es vergesse. Ich mache das in dieser Vormittagabend auch zum ersten Mal. Wir machen zuerst hier so eine Runde und öffnen dann zum Publikum hin und wollen damit aber dann auch so spätestens gegen 9 durch sein für die Zeitplanung, damit wir alle auch noch Zeit für informelle Gespräche bei einem Glas Wein oder einem Glas Saft haben. Okay. Ja, vielleicht vorweg eine kleine Korrektur. Aufgewachsen bin ich im Bereich Magdeburg, Schönebeck, also in Mitteldeutschland, okay, wie man so schön sagte. Auch das nur vorneweg, hat auch nichts mit der Sache zu tun. Ich entstamme einer Generation, die schon die NS-Diktatur ein Stückchen mitbekommen hat. Das äußerte sich so, dass ich beispielsweise mit dem Auftrag bedacht war, die Meldungen des Reichsrundfunks abzuhören, wo die feindlichen Bomberverbände sind. Die waren in Planquadrate verschlüsselt. Auf einer untergelegten Karte konnte man das nachlesen. Und dabei war man Zeit hatte, ein bisschen auf der Kurzwelle rumgekurbelt und den Londoner Rundfunk in deutscher Sprache gehört. Und da kriegte ich so meine erste Erfahrung, du darfst alles denken, alles wissen, aber du darfst nichts nach außen erzählen. Meine Mutter hat ein fürchterliches Donnerwetter erstmal losgelassen, mach sofort diesen Sender aus.
und mich dann vergattert, ja, niemanden, weder Freunden noch Bekannten oder sonst was zu erzählen, was sonst zur Folge hätte, dass wir alle abgeholt werden. Und dieser Begriff abgeholt, der hat sich die nächsten 56 Jahre durchgezogen, bis 1989. Das war also 1943. Und als dann die nach der amerikanischen und englischen, die sowjetische Besatzung bei uns in Schönebeck einmarschierte, war natürlich der Widerstand gegen die Besatzerübergriffe. Bei uns ist jetzt gerade in Magdeburg ein Beitrag erschienen, der von über 50.000 Vergewaltigungen alleine in Sachsen-Anhalt spricht und verschiedenen anderen Dingen, die da recherchiert worden sind. Ergab sich natürlich zwangsläufig ein äußerst großer Widerstand gegen diese neue oder, wenn man so will, gegen diesen Diktaturwechsel, nahtlos vom Rassenhass zum Klassenhass. Und die Literatur spricht in etwa von 80% Kontraeinstellungen der Leute. Und so habe ich die auch erlebt. Als junger Mensch geht man vielleicht noch ein bisschen höher. Ich hätte bald auf 90 eingeschätzt. Jedenfalls habe ich einen nahrhaften Beruf ergriffen. Die Bäckerlehre, das waren damals gesuchte Lehrstellen, vor allem man da satt wurde, ja, in diesen ersten Nachkriegsjahren. Und auch dort habe ich aus Opposition heraus sehr gute Noten erreicht, nämlich deshalb, wir hatten einen Bäckermeister, der uns die Fachkunde beibrachte und den kriegten wir noch einen jungen Neulehrer, der uns den Sozialismus verklickern sollte. Und die Richtigkeit der Vertreibung und alles, was so dazu gehört. Und der kriegt natürlich von den Lehrlingen aus den privaten Bäckerhandwerksbetrieben derart viel Kontra, dass wir eben nur 4 und 5 einheimsten als Notergebnis war. Ich bekam eine Delegation zur Arbeit und Bauernfakultät. Und auch dort, obwohl dort ja eigentlich die neue Intelligenz der Arbeiter- und Bauernmacht heranwachsen sollte, war diese Opposition wie überall bei rund 80%, rechne ich mal so. Auch da waren also nicht alles kommunistenfreundliche Studenten. Und in der Studentenbude hatten wir dann einen sogenannten Kulturraum, wo man die Schulaufgaben machte. Dort wurde den ganzen Tag der Deutsche Demokratische Schundfunk eingeschaltet, wie wir immer sagten, nicht Rundfunk. Und das kam dann bald zu Ohren der Heimleitung und diese wiederum weiter an die langen Ohren der Stasi. Und dann wurde ein Kommilitone verpflichtet, der wahrscheinlich ein entsprechend gestaltetes Elternhaus hatte, weiterhin mit uns zusammen sich anzufreunden, oppositionell nach außen aufzutreten, aber alles zu berichten, was der Stiel da macht. Denn die ganze Truppe saß ja ums Radio drumherum, also nicht bloß ich, sondern ich hatte von 4 Kommilitonen mir je 100er geborgen und für 800 Mark ein sauteures Radio gekauft. Und da konnte man eben auf den Schlafräumen den RIAS, den Nordwestdeutschen Rundfunk und die Sender hören, die wir wollten. Wie gesagt, das war der Anlass, mir einen Kommilitonen in die Hacken zu setzen. Mit, als GM hießen die damals, geheimer Mitarbeiter, nicht IM. Und im Februar 1953 war es dann soweit, man hatte wohl hier noch Material zusammen. Im Januar war ich mit diesen Kommilitonen zusammen zum RIAS gefahren, um dort Fachbücher zu bestellen, die dort ausgegeben wurden an Studenten in der Sowjetzone, die in den Westländern verlegt waren und bei uns nicht zu haben waren. Und das war so der letzte Schritt. Dann wurde ich von der Straße weggekidnappt. Meine Eltern wussten 5 Monate absolut nicht, wo ich war. Und das ist eigentlich noch wenig, denn die, die von Russen abgeholt waren, da wussten die Leute oft 5 Jahre lang nicht, wo der Angehörige war oder ob er nicht schon unter der Erde liegt, was ja in sehr vielen Fällen der Fall war. Ein Drittel der Lagerbesatzung hat es ja nicht überlebt. Ja, das war so ungefähr grob der Weg, wie ich da reingekommen bin. Und dann habe ich allerdings nach 4 Jahren einen 6er im Lotto gezogen, auf Deutsch gesagt, indem ich an einen Betriebsdirektor geraten bin, der das wusste, weshalb wir drin waren, nämlich durch meinen mitangeklagten Bäckermeister, der eingesperrt wurde für 1,5 Jahre, wegen der Nichtanzeige der gemeingefährlichen Verbrechen des Stiel. Und dementsprechend hat er mich mal nach einem Vierteljahr Beobachtung beiseite genommen. Also pass auf, deine
Eintragung 6 Jahre Zuchthaus, interessieren mich herzlich wenig, tue ich als Jugenddummheit ab. Und du kannst, du hast das Zeug dazu, du hast schon mal studiert und wir legen dir keine Knüppel in den Weg. Du kannst Meister und Fachschule machen und das hat er weitergefördert, sodass ich tatsächlich gegen den erbitterten Widerstand des Parteinix im übergeordneten Organ, der stand vorne am Pult in der Parteiversammlung und klopfte mit seiner Krücke, der war kriegsbeschädigt, ein Bein auf dem Pult rumschlagend, wie wild. Wer hat denn den mit dieser Vergangenheit auf diese Schule für verdiente Genossen geschickt? Aber da war ich schon über ein Jahr dabei, man hat es durchgehen lassen. Und ich habe dann meistens Leiterfunktionen eingenommen. Ich habe auch 2 Jahre den Fachdirektor für Technik gemient, mit Arbeitsvertrag und allem, was dazugehört, bis auf dem Tisch des übergeordneten Leiters im Konsumbezirksverband die Nachricht lag, die Berufung des Kollegen Stiel ist aus den bekannten Gründen nicht möglich, mit Hinweis auf MFS und so weiter. Also da war Ende der Fahnenstange. Abteilungsleiter, wenn er gut ist, noch ja, aber mehr auch nicht. So viel vielleicht in ganz kurzer Zusammenfassung. Ja. Vielen Dank. Im Prinzip dann ein Fall, in dem es half, dass jemand sich sehr stark für sie eingesetzt hat und dann doch ein paar Dinge ausnahmsweise überwinden konnte. Vielleicht dazu eine Erklärung auch. Die 80% Regimegegner, die vor 1953 noch relativ offen auftraten, die sind ja nach 1953 klüger geworden. Die Russen, die machen alles zunichte. Wir können uns nicht wehren und haben sich zurückgezogen. Aber deshalb haben sie ja ihre Meinung nicht aufgegeben und dort, wo sie es konnten, und dazu gehörte mein Chef, eben doch dafür zu sorgen, dass diese Doktrin nicht ganz durchkam. Vielen Dank. Ja, das sah in den 60er Jahren dann, glaube ich, zum Teil schon wieder etwas anders aus. Möchten Sie weitermachen, Frau Hartmann? Ja, fällt mir im Moment ein bisschen schwer, denn so ein Rhetoriker und so. Bin ich natürlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen sollte. Bei dem Hauptgründen. Komm, ach, der Anfang, ja, gut. Also ich hatte 64 eine Ausbildung bei der Deutschen Bahn, also bei der Reichsbahn angefangen. Hab die auch ein Jahr lang gemacht und dann bin ich mit einem Mädel angefreundet. Und wir wollten, wir haben immer dann Rockmusik gehört. Jetzt weiß ich nicht, wer von uns beiden auf die Idee gekommen ist, als wir 65 erfuhren, dass die Berlin in die Waldbühne kommen, da müssen wir hin. Und da wir im Grenzgebiet in Falkensee wohnten, war es auch nicht so schlimm, mit all da zu gucken, wie alles so funktioniert, wann die weg sind, wann die kommen. Und haben uns dann entschieden, jeder einen Rucksack gepackt und sind dann los. Und sind doch nicht von irgendjemandem beobachtet worden, erwischt worden. Nichts, absolut nichts. Es sah ein bisschen merkwürdig aus, als wir denn auf der Berliner Falkenseer Chaussee waren. Überall blutete, es war ja nur Stachel, da war keine Mauer, wo man klettern musste. Tja, und dann sind wir die Falkenseer Chaussee hoch, bis uns eine Polizei einen Streifenwagen anhielt und sagte, seid ihr überfallen worden oder wo kommt ihr her? Nee, wir kommen gerade aus Falkensee. Ja, spinnt. Kann ja nicht sein. Haben wir unsere Personalausweise jetzt? Zeig noch mal Ihr Alter damals dazu. Da war ich 15. Und der hat uns jetzt nicht abgenommen. Und in den Wagen mussten wir dann einsteigen, zum nächsten Revier. Da war gerade ein Fußballspiel. Doch die waren ja nicht interessiert, auch 2 Mädels, naja, gut. Und dann plötzlich Fernseher aus und telefoniert mit irgendwelchen Behörden in Marienfelde. Ja, und dann so fing das dann alles an. Dann waren wir erstmal im Aufnahmelager in Marienfelde. Und danach sind wir in ein Mädchenwohnheim. Erst wollte ich zu meiner Stiefmutter. Die hatte aber keinen Platz, die konnte uns nicht aufnehmen. Also die zweite Frau meines Mannes. Ja, meines Vaters. Entschuldigung, war ja erst 15. Und dann sind wir in ein Mädchenwohnheim in den Grunewald gekommen. Aber da habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Also eingespart sein wollte ich ja nicht schon wieder.
habe mir irgendwie anders vorgestellt. Tja, und dann, wie gesagt, das Konzert, das hatten wir dann noch erlebt. Aber nach nachher im Wissenweil, wir waren ja dann immer wieder im Heim, und bin ich ab und zu ausgebüxt aus diesem Heim. War eigentlich ziemlich gefährlich im Nachhinein, weil ich da so getrieben habe. Nachts alleine die Kantstraße hoch und runter gelaufen oder am Kudamm. War, es hätte mir vieles passieren können. Aber irgendwann hatte man mich dann auch gesucht und auch wieder eingefangen. Bis ich dann irgendwann die Nase voll hatte, sagte, dann möchte ich zu meiner Mutter zurück. Und durfte auch. Ohne Strafandrohung. Dann war ein Übergabetermin Friedrichstraße mit der Stadtsicherheit. Die haben mich dann sogar nach Haus gefahren. Zwei Tage später musste ich zu meinem Ausbildungsplatz. Ich konnte sogar die Ausbildung weitermachen. Ach ja, nun war ich ein bisschen anders als die anderen. Die Erfahrung des Landes, was sie nie sehen konnten, und habe natürlich gequatscht wie ein Buch. Mann, wie toll ist das, und hatte schicke Klamotten an. Erzähl doch mal und mach und dies. Naja, was habe ich gemacht? Ein paar kleine Striche gemacht und was aufgeschrieben. Ein Mädel hat es in die Federtasche gesteckt von sich, und der Papa zu Hause hatte mal alle Sachen durchkontrolliert und hat diesen Zettel gefunden. Und da war Stasi, ne? Und da war der Vater, war bei der Staatssicherheit. Ja, dann ging das eigentlich ziemlich schnell. Dann irgendwann im August 66 meine Mutti einen Brief bekommen. Ich möchte, eigentlich habe ich nichts erfahren, einfach nur, ich möchte zum Gericht nach Potsdam kommen, nach Nauen, zum Aufklären eines Sachverhalts. Und meine Mutter hat das angestellt, das irgendwas gemacht, ist doch alles okay. Ja, und wir sind dann zu diesem Gericht gefahren und mit Namen gemeldet, und so schnell konnte ich gar nicht gucken. Hatte ich Handschellen. Ich wusste überhaupt nie, was los war. Und 3 Minuten später war ich in einer Gerichtsverhandlung. Ich hatte vorher kein Anschreiben, überhaupt nichts bekommen. Ne? So, und das war das ist schon 40 Jahre her, Hilfe. Ja, im September muss das gewesen sein, ja. Und von dort aus dann 17 Monate Haft bekommen. Am gleichen Tag noch. Ne? Dann ging es erst in Berlin irgendwo in Knast, dann erst in Nauen, dann nach Berlin und dann nach Lübeck. Bis Februar 68. So. Mein ganzes Leben erzählen? Ja, aber vielleicht nur mal, was auf diesem Zettel stand, dass uns sich das hier erschließt. Auf welchem Zettel? Oder ja, was der Vater, dieser Stasi-Vater? Ja, da habe ich ich habe den Ort Falkenhöhe geschrieben, und dann habe ich so, ja, wie war das? Ja, wie ein Zaun gemalt. Eigentlich stand gar nicht so viel drauf. Aber ich habe mich ja nur auch mit den anderen Auszubildenden auch immer unterhalten, und klar, fiel dann auch mal das Wort, ich möchte da auch hin, und hat die auch mit ihm. So hat sie das vielleicht doch ihrem Vater vermittelt. Und daraufhin war das ein Grund an Stiftung zur Republik Flucht. Das war das einzige Vergehen, was ich gemacht habe. Und Sie waren damals 16 Jahre? Ja. Vielleicht, wir machen nachher noch eine Runde mit Fragen. Ich muss Ihnen noch ein bisschen was erzählen. Ja, sonst, also was jetzt die Haftzeit betrifft, rede ich so ungern erst drüber, da müsste man ins Detail, und das würde mich dann auch zu doll aufwühlen. Wünsche ich, okay. Und danach kam ich dann wieder zurück, nach der Haft, konnte natürlich auch keine Ausbildung und nichts mehr weitermachen. Wir haben dort in Planet Eppendorf Bettwäsche genäht, und das hieß dann für den DDR-Staat, die geht jetzt in eine Schneiderei. Da kam ich in so eine Näherei. Und da kam ich in so eine Näherei. Bin aber überhaupt nicht mit klargekommen. Irgendwann habe ich mir an Arbeit gesucht. An Arbeiten gehen musste man. Das war ich ja wieder vom Fenster. Ja, und dann habe ich einen netten jungen Mann kennengelernt. Und dann wurde ich schwanger.
Und dann hat sich mein Leben plötzlich erinnert. Und habe dann auch immer versucht, die Zeit, die dann war, zu vergessen, zu verdrängen. Und ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen, bis vor 3 Jahren. Da wurde ich aus anderen Gründen, also ich wurde schon vorher ein bisschen psychisch krank, aber ich habe immer geglaubt, das liegt an was anderem, aber wahrscheinlich ist das alles noch so in einem drin. Und hatte da ein Erlebnis beim Psychologen vor 3 Jahren. Eigentlich ging es hier um Arbeitslosigkeit und Jobverlust und wie kommst du wieder da runter, wie geht das Leben weiter. Aber so ein Psychologe, der fängt ja von vorne an. Und dann kam auch meine Haftzeit kurz da zum Erzählen, was alles da so passierte mit Keller und so. Da war die Welt eigentlich auch noch in Ordnung. Aber 2 Tage später fuhr ich dann mit der U-Bahn. Und ich hatte immer noch so im Hinterkopf so ein bisschen diese Keller, aber ich konnte es mir so ganz vergessen. Und auch immer bleibt die U-Bahn stehen, mitten zwischen 2 Bahnhöfen. Das Licht geht aus und einige Leute hatten so kleine Hunde. Und in dem Keller, wo wir damals waren, manchmal 2-3 Tage, bis zum Knien im Wasser, da liefen damals Ratten. So, jetzt kam das Erlebnis wieder hoch. Oh Gott, hier steht eng, dunkel und 2 kleine Hunde liefen um meine Beine. Ich habe gedacht, ich starre. Und du kannst ja nichts machen. Das war ja auch der Strom, alles war weg. Du konntest auch keine Not, du konntest gar nichts machen. Also, und seitdem habe ich eigentlich auch zu tun, U-Bahn zu fahren, Fahrstuhl zu fahren, enge Räume, muss immer die Türen aufmachen. Will man lieber vor 2 oder 3 Jahren nicht zu dem Psychologen gehen. Ja. So, das wäre erstmal. Vielen Dank für diesen Einblick. Wir haben jetzt sowohl in Ihrem Fall als auch in Herrn Stiels Fall waren es beides Mal Kommilitonen, Mitschüler, Mitschülerinnen, die ja, sag ich mal, letztlich auch wesentlich dazu beigetragen haben, was dann passiert ist. Es ist wahrscheinlich auch dann, ich nehme an, dann wird man auch misstrauisch. Ich habe es jetzt gerade im Kopf, wie war das bei Ihnen, Frau Stürzer? Oder einfach mal ein bisschen über die Zeit. Ich würde vielleicht anfangen bei den 80%, genau, die Sie erwähnt haben, dass in Ihrer Zeit das vollkommen normal war, dass 80% gegen die DDR war, mehr oder minder aktiv das auch erzählt haben und wo sie sich auch einig waren in dem, also dass der Widerstand oder die Kritik an der DDR nach außen getragen werden können. Ne? Ich komme aus einer anderen Generation, ich bin also in der DDR geboren, infiltriert mit all diesen ganzen positiven Eigenschaften, die der Sozialismus für die Menschen hat. Ich bin also aufgewachsen mit FDJ und Pionieren und so weiter. Und das, was unsere Generation ausmachte, war, dass wir uns sozialistisch fühlten und dass wir gedacht haben, zu Hause fühlten wir in diesem Staat, wir können mitbestimmen. Und das war wahrscheinlich dann unsere ganz große, unsere Falltür. Ich habe in Erfurt studiert, Deutsch-Kunsterziehung an der Pädagogischen Hochschule, DK 73. Das war in Erfurt. In Jena studierte Jürgen Fuchs, nur zu Rathenow. Es gab Künstler wie Jörg Sonntag, also es gab in jeder Stadt, wo eine Hochschule war oder in Ilmenau an der Technischen Universität, gab es solche Leute wie mich, die sich selbst besonnen als Sozialisten, selbstbewusst verstanden und wir können einfach mitbestimmen und wir werden mit eingreifen in diese Gesellschaft und wir werden diese Gesellschaft auch so prägen, wie wir denken, dass der Sozialismus ist. Ja, das war eigentlich ein ganz naives, ziemlich einfaches, klares, in sich beschränktes Denken auch, weil wir ja die einzige Philosophie, die wir hatten, die war ja die marxistisch-leninistische. Wir waren ja so erzogen, dass wir dachten, wir sind richtig drin. Das ist unsere Zeit, das ist unsere Zukunft, wir können jetzt mitbestimmen. Und ich sage das deswegen, weil eigentlich mein Leben immer in Gruppen gegangen ist. Die Gruppen kamen und haben sich miteinander verständigt. Also wir waren keine aktive Gruppe, die gesagt hat, also wir haben jetzt das Ziel und mit diesem Ziel werden wir jetzt im Geheimen Flugblätter drucken und das anpeilen. Ja? Sondern wir waren eine offene, intellektuelle
Generation, die mitbestimmen wollte in dieser Gesellschaft. Und dann war dann bei uns an der Hochschule, da gab es dann so einen Ausspruch von der Margot Honecker, die damals die Ministerin war für Volksbildung, in Literatur und Kunst kann es keine Tabus geben. Das waren also es gibt so ein Wort Sklavenlesen oder Sklavenbewusstsein. Es war nicht so, dass wir unsere eigene Metasprache im Hinterkopf hatten, sondern wir suchten immer in der am Anfang in dieser offiziellen Welt, die ja der Marco Tönniger war, immer noch Worte, die uns die Hand gaben, ne? Also die uns mit aufzogen in den Sozialismus. Und deswegen war das dann auch so desillusionierend, wo wir dann also als Studenten in Erfurt, wie gesagt, für Freiheit und für Demokratie und für eine ganz andere Lehrhaftigkeit oder Bewältigung mit Marxismus oder Umgang mit Marxismus, Leninismus waren, dass wir dann so furchtbar bestraft wurden und auch als Gruppe exmatrikuliert wurden. Also wir waren dann viele, jetzt nicht direkt, also die Exmatrikulation erfolgten einzeln natürlich, aber wir waren eine Gruppe, die unterwegs war, die sich mit Jena, mit Ilmenau verständigte und die dann plötzlich ausradiert wurde, ausgemerzt wurde. Wir sind alle exmatrikuliert worden und mussten dann schon das erste Mal zur Bewährung in der Produktion. Jürgen Fuchs ist nach Berlin gegangen, der kannte Biermann, weil die Sibylle Haremann hat dort studiert, die von Biermann ein Kind bekam und die hatten dann auch schon die ersten Texte von Biermann. Also die erste Gruppe waren im Grunde genommen ganz normale Studenten, die gesagt haben, so wow, das ist unsere Gesellschaft, der Sozialismus ist total okay und wir wollen damit bestimmen. Und das war eigentlich schon unser Delikt, als Staatsfeinde exmatrikuliert zu werden. In dem gleichen Jahr, wo ich exmatrikuliert wurde, wurde Biermann dann ausgebürgert, insoweit, dass er, wie gesagt, eingeladen wurde nach Köln und dort auftrat und durfte nicht wieder einreisen. Und dann war das so, dass die Berliner eine Unterschriftensammlung machen und plötzlich kamen diese exmatrikulierten Studenten zu mir nach Hause und sagten, also wir müssen was machen. Und das war dann wieder dieser Moment, wo wir dachten, okay, das ist unsere Gesellschaft, wir sind hier. Und dazu möchte ich noch sagen, bei uns war es vollkommen klar, dass wir nicht mit dem Klassenfeind Kontakt aufnehmen. Also Westhör hören oder so. Also für uns gab es eine echt so innersozialistische Reinheit. Ja, wir waren so selbstbewusst in der DDR, dass wir dachten, wir werden hier mit keinem von diesen Kapitalisten, mit diesen Westis oder so. Also das war für uns vollkommen klar, dass wir keinen Westkontakt haben und dass wir uns nicht hinterher unterstellt werden sollte, der Westen hätte uns dirigiert oder so. Wir waren vollkommen der Meinung, dass wir selber es waren, die mit der Obrigkeit kämpften. Also irgendwo hatten wir auch so einen Lokalpatriotismus. Ja. Und dann kam das mit dem Biermann und dann kam wieder so eine Idee. Wie muss eine Gesellschaft aussehen, wo die Sänger die des Sängers beraumt werden, die des Sprechens beraumt werden. Es war ja nicht nur Biermann, der sang, sondern er dichtete ja auch selber. Ne? Und das waren Schwenke und das waren Witze und das war Humor. Es war sowas, was wir in der DDR nicht kannten. Da lachte ja man ja wenig. Ne? Und plötzlich gab es ja jemanden, der sich aus nichts was machte. Ja? Und das war auch jung und das war auch mutig. Und dann sagt man, das ist jetzt das zweite Projekt, das politische Projekt, Rede- und Pressefreiheit und Diskussionsfreiheit als Studenten, das war uns schon genommen worden. Und plötzlich durften wir nicht mal lachen und tanzen, ne? und Lieder singen. Das war das zweite Delikt, wo ich eigentlich dachte, also so kann die Gesellschaft nicht sein. Und deswegen habe ich auch unterschrieben und die Unterschriftensammlung in Erfurt auch gemacht mit den exmatrikulierten Studenten, noch von der Pädagogischen Hochschule, die mit unterschrieben haben, mit anderen Leuten, die Hippies waren, die lange Haare hatten, die auch zu Rockkonzerten immer irgendwo in der Provinz fuhren. Wir haben einfach gesagt, nee, Musik ist wichtig. Ja? Und das Tragische an dieser ganzen Konstellation ist natürlich, dass das so fixiert wurde auf Biermanns Name. Ja? Also dass diese ganze Gruppenbewegung mehr oder minder fokussiert ist auf eine Person und dann auch mit dieser Person eigentlich in Vergangenheit und vergessen geraten ist. Ja? Und das tut mir immer wieder leid. Und dass diese Basisarbeit, diese Jugendlichkeit, diese Kraft an Widerstand, die in jeder Gesellschaft ist und an die man immer wieder anknüpfen kann, dass die damit verloren gegangen ist, mit Biermann. Ja, also ich bin eigentlich auch unter dem Namen Biermann unter den Tisch gerutscht in dieser Angelegenheit. Das, was ich dann dafür als Resultat bekam, war ein Jahr wegen Staatsverleumdung, weil ich schon mal als Studentin, wie gesagt, aufgefallen war und nun nochmal eine Unterschriftensammlung.
Ich hatte als Studentin eine Unterschriftensammlung gemacht an Margot Höninger mit 84 Unterschriften. Das war schon ziemlich viel. Die zweite Unterschriftensammlung mit Biermann war nur 24 Stück. Dafür saß ich dann ein Jahr und ich saß auch in Hoheneck. Und ich möchte mal sagen, weil ich habe eine große Achtung vor Ihnen, weil Sie mit 16 da war. Ich war 23, okay, ja, aber Hoheneck ist Mörderburg. Ne? Hoheneck ist also der gefährlichste Strafvollzug in der DDR gewesen. Das ist keine Frage, warum ich als Einjährige, ja, also ich hatte Hemmung, das in Hoheneck zu sagen, dass ich nur ein Jahr hatte, weil das war ein schwerer Strafvollzug, wo die Langstrafe saßen. Ja. Überwiegend aus Selbsterziehung. Ja. Das kam auch also Mörderin war. Ja, die haben uns praktisch dann erzogen. Ne? Ja, die Schwerverbrecherinnen. Ne? Und dann natürlich die Politischen, die so hohe Strafen bekommen haben für ihre Ideen, dass sie eben auch teuer verkauft werden konnten. Je höher die Strafen waren, umso teurer waren dann auch die Preise für die Gefangenen. Ich meine, das war dann das Nächste, dass ich plötzlich sah, was hier wirklich los war. Die Politischen waren nicht so wie wir idealistisch und wollten als Gruppe irgendwie die Gesellschaft verändern. Die da waren, die politischen Gefangenen, die machten überhaupt nicht mehr mit der Gesellschaft. Die gingen einfach weg. Ne? Die hatten abgewählt. Ne? Die machten hier so, hier, ihr könnt euer Ding alleine machen und wir gehen in den Westen. Das war politischer Widerstand, der mir da begegnet ist, dann die ganze neue Sexualität der Frau, die, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, also ich hatte in der Zeit, was Sie vorgelesen haben, also ich hatte in der Zeit, wo ich im Gefängnis war, keine Periode, was dann zum Fehldiagnose und einer furchtbaren Operation geführt hat. Hatten Sie auch keine Periode in der Zeit? Doch, aber ich habe 20 Kilo zugenommen. Ja. In der Zeit. Durch das Hämolin, gell? Mhm. Naja, das war so ein Mittel, das man Tee kriegte, ne, damit die Lust und die Geilheit genau, etwas ging. Genau. Diese enorme Nähe, die man da erlebt, diese enorme geschlechtliche und körperliche und fleischliche Nähe, die bewirkt natürlich irgendwas. Und die ist wirklich sowas, dass man da auch nie alleine ist. Plötzlich kommt man auf die Idee, man wird immer kontrolliert. Aber das ist das andere, ne? Also dieses Sein als Gefangene. Nach einem Jahr war ich dann wieder draußen. Ich bin eine der wenigen, die in dieser ganzen Biermann-Sache, wo ich überhaupt damals Einblick hatte, die nicht in den Westen gegangen ist. Ja? Und weil für mich bestand politische Gefangene. Und wenn man eine anständige politische Gefangene war, dann kämpfte man immer noch an dem Ort, wo man geboren war. Also mein Recht war immer noch da wo ich auch Einblick hatte in die politischen Gegebenheiten, wie ich dachte, ne, und auch ein Recht, um da zu sein. Ich habe mir gedacht, warum soll ich gehen, sollen die doch gehen. Ja? Also dieser Zwang zu gehen war immer akut da. Ich bin dann in Erfurt wieder rausgekommen und habe da, wie gesagt, ein paar Jahre gearbeitet auf der niedersten Ebene und hatte aber im Knast schon vor... Also wenn du schon alles verloren hast, dann kannst du auch schreiben. Ich wusste, dass Schreiben schwierig ist. Also ich bin im Grunde genommen etwas, ich mache es mal ein bisschen so antipodisch, ich bin so eine redende Gefangene. Ich bin aus dem Knast gekommen und habe gesagt, ich werde hier nicht schweigen. Ich werde hier nicht hier eine Maske aufsetzen und hier mitmachen in eurer netten Gesellschaft. Das war mir klar. Und ich habe also meine ersten Texte, die ich geschrieben habe, war über einen Hoheneck, weil ich plötzlich merkte, dass... Ich verdrängte alles, ich vergaß alles und ich dachte, das darf ich nicht vergessen. Mein erster Bericht heißt dabei sein und ich schweigen und da habe ich im Detail über Hoheneck geschrieben, über diese Burg Hoheneck, was ich dann später, nach der Wende konnte ich dann also öffentlich auch Bücher veröffentlichen und da habe ich ein Buch geschrieben im Kirchheim Verlag, die bröckelnde Festung, als dann Hoheneck geschlossen wurde, weil es zu alt war, zu kalt war und das wurde als Gefängnis dann nicht mehr weitergeführt. Und da dachte ich, und da konnte ich praktisch diesen ersten Text, den ich da geschrieben habe, den konnte ich da verwerten, und das Buch existiert. Und da bin ich auch stolz drauf. Ja. Weil immer dieses Rückbesinnen, und das merken Sie ja selber, wie schwer das ist und wie wir ja alle zittern und bibbern und aufgeregt sind, ja, als ob es noch Realität wäre. Ja. Die nächste Gruppe, also die erste Gruppe waren die Studenten, die zweiten waren diese politischen
Und die dritte Gruppe war dann plötzlich der Untergrund, in dem ich war. Ja? Also ich bin in den Untergrund der DDR gekommen. Ich hatte überhaupt keine Chance mit meinen Texten, die ich dann schrieb, die sehr ehrlich waren, sehr identisch und die sehr ich-bezogen war. Weil ich konnte natürlich nur ich schreiben, was ich erlebt hatte, weil ich wusste nun ganz genau, wenn ich was anderes schrieb über andere, erstens gefährdete ich die andere und zweitens war das wieder ein Schritt von mir weg und dann könnte man mir beweisen, dass ich jemanden verleumde. Also man schrieb in der DDR, wenn man wahrhaftig schrieb, immer an der... Weil eigenartigerweise war die Stasi total auf Schriftsteller orientiert, nicht auf Maler oder Musiker oder so. Die hatten auch ihre Schwierigkeiten, aber die wirklich eins zu eins und wirklich immer mit einem Fuß im Knast waren, das waren die Schriftsteller, die kritisch waren. Und ich konnte also nicht öffentlich irgendwas unterbringen und musste im DDR-Untergrund gehen. Und ich war dann eine der ganz wenigen Frauen in der Prenzlauer Berg-Szene. Und habe da auch immer gerade die weiblichen Gesichtspunkte da beschrieben und habe sogar gesagt, ihr müsst auch mal im Untergrund, also in diesen Untergrundzeitschriften, was mit für Frauen schreiben. Weil mein Hauptfeind war natürlich der Leiter dieses Prenzlauer Berg-Szenes, Sascha Andersen, der sich auch öffentlich gegen mich erklärte. Und nur weil es da auch wieder andere Leute gab, die gegen ihn kämpften. Also es waren unwahrscheinlich viele Machtgruppierungen. Ne? Also Rathenow war so ein politischer Poet und dann gab es auch die Experimentellen, also es gab unwahrscheinlich viele Kriege da untereinander, ja, und man musste immer versuchen, so dazwischen durchzukommen, aber ich hatte auch gar keine Chance, ja, in der DDR irgendwo anders unterzukommen und meine Sprache irgendwie, die ich künstlerisch ziemlich radikal formuliert habe, unterzubringen. Das war also die Prenzlauer Berg-Szene, wieder eine Gruppe, wieder, wo ich da war und die Idee, die ich hatte, war synchron mit ihnen, ne. Wir haben die Idee gehabt, also die einzige Rettung, die wir haben, ist die Öffentlichkeit, also die Flucht in die Öffentlichkeit. Indem wir alles öffentlich gemacht haben, waren wir nicht so schnell wieder zu verbieten, Veranstaltungen, dass die gar nicht stattgefunden haben und wir waren auch nicht so schnell zu verhaften. Und was ich dann in meiner Provinzialität in Erfurt gemacht habe, ist eine Künstlerinnengruppe aufbauen, weil es plötzlich unwahrscheinlich viele Frauen gab, die dachten, oh, wir wollen auch so geil sein, so frech sein, so verrückt sein, wir wollen uns selbst finden. Und das war dann eigentlich die Idee, die ich im Osten hatte. Ich habe dann auch oft mit Bärbel Bohley, die jetzt verschieden ist und was mir sehr wehtut, aber ich... Weil sie jetzt gerade gestorben ist, will ich das doch sagen, weil die Bärbel, die war auch Künstlerin und die war auch im Untergrund. Und die Bärbel war der Meinung, ich muss in die Politik gehen, ich muss mich radikalisieren, ich muss in die öffentliche aktiven Widerstand gehen. Und ich habe gesagt, nee, ich komme aus dem Knast, ich mache das anders, ich mache einen individuellen Widerstand. Also ich gehe überhaupt nicht mehr gegen diesen Staat vor, das hatte ich im Knast gelernt, dass es andere wichtige Eigenschaften gibt. Es gibt Liebe, es gibt Freundschaft, es gibt Kunst. Es gibt andere ganz wichtige Eigenschaften, die man auch, indem man sich ihnen widmet, so stärkt, dass die ein Widerstand sind gegen eine andere für mich auslaufende Idee, die sich Sozialismus nannte, aber die für mich auch schon vollkommen uninteressant war, wie sie sich nannten. Ja, ich habe Abstand genommen von dieser ganzen Unterfangen, von dieser unmenschlichen Produktion, wie mir klar war, das ist überhaupt kein Gesellschaftssystem, was Überlebensdauer hat. Ich widme mich jetzt dem, was ich wirklich meine. Ja? Und deswegen habe ich mich auch von Bärbel eigentlich getrennt. Ich habe gesagt, auch zu den Frauen in der Kunst sind noch Arbeitsplätze frei, da kommt man nicht sofort in den Knast und wir können trotzdem das sagen, was wir meinen. So, und mit diesen Frauen und mit diesen unterschiedlichen Frauengruppen, also ich weiß heute, dass viele Frauen in Erfurt und in Thüringen uns sehr mutig fanden, aber nicht zu uns kommen konnten, weil sie auch keine Künstlerin waren. Und es haben sich andere Frauengruppen gebildet und die haben sich dann 88 zusammengeschlossen zu einer politischen Gruppierung Frauen für Veränderung. Und letztendlich waren wir Frauen in Erfurt die erste Gruppe, die Stasi in der DDR gestürmt hat, wo man hätte noch schießen können, wo wir nicht wussten, wie es geht. Und das haben 5 Frauen organisiert. Und das war eigentlich der ganze Kampf für mich letztes Jahr noch, dass ich einfach wollte, dass diese Frauen namentlich ins gesellschaftliche Bewusstsein kommen, dass die erwähnt werden oder dass die irgendeine Honoration bekommen hat. Dann mit denen einfach eine Performance gemacht. Also wir haben die Stasi-Stürmung nochmal als Performance als Kunstform gemacht, aber das hat uns auch nicht populär gemacht. Muss ich sagen, wir sind heute immer noch so passen, also in diese Chaoszone von Armut. Also wir sind reich an Armut, sagen wir es mal im positiven Sinne. Ja? Also ich habe mir auch gedacht, warum soll man immer nur das Negativ sehen? Ich bin reich an Armut, ich bin reich an Ideen, ich bin reich an Hoffnung, ich bin reich an den Ideen, die sich gerade in solchen schwierigen Existenzräumen herausbilden und das habe ich immer noch. Also dass ich
genau das immer formuliere, auch zum Thema meiner Bücher mache, was gerade nicht modern und in ist und was glatt ist und was so happy macht. Ich habe damit auch jetzt noch Schwierigkeiten. Danke. Da kann man was aus Hohenegg jetzt bekommen. Also das ist doch Hotel geworden, ne? Nein, das ist kein Hotel bekommen. Nee, ach, da gab es Unterschiede. Also ich bin natürlich immer, wenn irgendwas ist, dann wird angerufen, Artikel und so weiter. Also es sollte ja so ein Abenteuer Urlaubs nicht Hotel werden. Also man sollte praktisch nach Hohenegg kommen und noch mal in den Knast, also du kriegst nochmal Knastklamotten an und du darfst nochmal in einer Zelle schlafen und wahrscheinlich draußen irgendwelche Wacher, die immer gucken und so weiter. Und da gibt es dann aber immer solche Leute, jetzt auch in der Öffentlichkeit, in Medien, die dann sofort wissen, also da ist eine, da machst du so, ne, und dann macht die sowas oder und dann habe ich Artikel geschrieben und andere schreiben auch Artikel und dann klappt das auch, das sind so, das ist jetzt nicht genannt, ein aktiver Widerstand oder die sich immer haben, sondern das sind einfach ein paar Leute, die immer, wenn es drauf ankommt, dastehen, ne, und was beitragen dazu. Also das ist nicht durchgekommen. Also es ist jetzt so, Hohenegg kann man dort anrufen, das ist ein Verwalter, der versucht, das vom Verfall zu retten und der führt einen dann durch und man geht vollkommen depressiv da raus. Ja. Aber es müsste auch eine Gedenkstätte werden. Es soll werden, ja. Worüber ich jetzt noch gekämpft habe, das ist meine ehemalige Urhaft in Erfurt, das sollte auch abgerissen werden und ein Parkplatz werden, das ist, dass das jetzt auch ein Museum wird, dafür habe ich dann auch gekämpft. Also ich kenne auch oder Freunde, denen ich die Berichte schreibe, um diese Rente, Opferrente zu kriegen und so weiter. Also man ist eigentlich so ein ständiger Gefangener, so. Das ist so eine Hälfte, wo ich immer wieder abrufbar bin. Und das mache ich auch gerne. Ich bin auch gerne hier und ich finde auch dein Buch toll. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank allen. Und ich habe schon ganz viel Murmeln gehört und würde vorschlagen, dass Sie jetzt auch Fragen, Anmerkungen loswerden können. Ist okay? Ja, doch. Ich habe eine Frage an Frau Stötzl. Wir lesen gerade, dass Sie nach Ihrer Entlassung einen Bericht verfasst haben. Erst angefangen zu Ihrer Haftzeit. Und mich interessiert, was mit diesem Bericht passiert ist. Haben Sie den Freunden zum Beispiel in Führung gegeben oder haben Sie den für sich selbst geschrieben? Ja, das ist auch wieder so eine Frage. Jede Frage hat Geschichten. Diesen Bericht habe ich genommen und bin damit zur Christa Wolf gefahren, weil, ich wollte ja nun Schriftstellerin werden. Und da dachte ich, ich war 24 Jahre. Ich dachte, für wen schwärmst du da? Also man sucht ja immer Vorbilder. Und das war die Doris Lessing, das war Simone de Beauvoir und natürlich Christa Wolf. Und da dachte ich, ja, im Westen komme ich nicht, also diese, oder Frankreich auch nicht. Die einzige, die mir zur Verfügung stand, war Christa Wolf. Ich fand die irgendwie ganz klasse. Die war immer in der Öffentlichkeit und die war im Schriftstellerverband. Die hatte viele Bücher und die hatte auch so einen geheimnisvollen Touch. Sie war auch immer scheinbar im Widerstand und sie konnte in den Westen fahren und also ich fand das sehr toll und da dachte ich, ja, das ist, sowas will ich auch haben, wenn ich Schriftstellerin wäre, dann will ich auch so umgeben sein von vielen Männern und immer Widerstand haben und immer in Zeitungen sein und irgendwo hatte ich was dann später die Prenzlauer Berg-Szene wirklich gemacht hat. Ne? Also wir waren ja immer mit der Stasi in Kooperation. Wir wussten immer genau so, wir gehen bis an die Grenze und dann nicht weiter. Also es wurden immer nur 15, wir haben 15 Untergrundzeitschriften veröffentlicht, weil 15 galt noch als Kunst und 16 war dann schon wieder Masse und dann wären wir deswegen verhaftet worden. Ja. Also wir hatten also genau unsere Gratwanderungen. Aber ich wollte erst mal vorher, ich dachte also Christa Wolf, ja, das ist so eine Frau und die hat Solidarität mit Frauen und die wird mir sicher helfen. Und ich gab ihr diesen Bericht dabei sein und nicht schweigen. Die hat auch in dem Buch Was bleibt darüber geschrieben, dass irgendjemand da aus dem Knast kam und sagt, das war immer so furchtbar kalt im Knast und ich habe da so gezittert. Und schrecklich, schrecklich. Und sie hatte also so viel Mitleid mit mir. Und dann hat sie das Buch das gelesen und dann hat sie gesagt, passen Sie mal auf, was Sie da gemacht haben, ist sehr gefährlich. Ja?
Am besten ist, sie fahren wieder nach Hause, nach Erfurt und tun das in Schubfach und zeigen das niemandem. Ja? Ich weiß nicht, ob ich gedacht habe, das ist wichtig. Eine Stimme hier im Osten, die redet als Gefangene, das wusste ich ja gar nicht, was hier los ist. Das veröffentlichen wir mal im Westen, das hätte sie auch machen können. Und das ist, aber sie sagte, nee, das zeigen sie mal niemandem und dann tun sie das in Schubfach und damit weg. Und das konnte man mir aber mit 24 nicht sagen. Ja? Also ich war ja nicht ins Gefängnis gekommen und hier rausgekommen, um meine Schnauze zu halten, sag mal so. Ich dachte, jetzt habe ich irgendwas, was ich wirklich mitzuteilen habe. Und ich fühlte auch, dass es wichtig ist. Ja? Und ich bin dann in den Untergrund gegangen und habe das im Untergrund weitergegeben. Und in meiner Stasi-Akte ist das Sascha Andersen, das natürlich eins zu eins der Stasi gegeben hat. Aber weil ich das über diese Öffentlichkeit, diese Untergrundöffentlichkeit gemacht habe, hat man mich verhaften können. Also so war das schon. Ja. Also ich hab einfach ein Leben besucht. Ich wollte leben im Osten. Ich war jung und ich wollte nicht schweigen. Ja. Ich wollte mich auch nicht persönlich befriedigen lassen. Also ich habe zum Beispiel mein Kind abgetrieben, ja, was ich nach dem Knast gekriegt habe. Ja. Was ich heute eigentlich nicht, da stehe ich eigentlich heute nicht mehr dahinter. Aber ich dachte, wenn ich schon schreiben will und ich habe ein Kind, erstens hätte ich dann arbeiten müssen. Und dann, ich stand ja im Schreiben immer mit dem Rücken zur Wand, ja, und ein Kind, da kann man sich nicht schützen. Und wie gesagt, mein Mann wollte es auch nicht, der hatte ein Kind gezeugt, wo ich, ich wusste das ja alles nicht, war ja ersetzt von jeder Seite, ja. Also ich balancierte wie auf so einem Seil irgendwo herum und ich habe es trotzdem gemacht, ja. So ist das. Ich wollte noch mal erzählen, dass ich dich, Gabi, ein Jahr nach der Wende kennengelernt habe und damals für den SWR einen Film gedreht haben. Haben wir zusammen gedreht in Erfurt und da war noch sehr viel von dieser Szene auch zu sehen. Also es war noch zu sehen, wie sie in einem Hinterhof ihre Webwerkstatt hatte, wie die Gruppen trafen sich noch alle und sahen eigentlich noch genauso oppositionell aus, bürgerrechtlich, mit langen Bärten, die Männer. Es war eine ganz bestimmte Art und vor allem deine Wohnung, es war alles selbst gemacht. Eine so tolle Wohnung habe ich überhaupt noch nie gesehen, eine richtige Künstlerinnenwohnung. Und also sie ist ja nicht nur Schriftstellerin, sie ist auch Künstlerin. Und von daher ist einfach, es wäre gut, wenn die Stiftung mal diesen Film zeigen würde, das wäre eigentlich schön. Der Herr Weißenhemd. Ja, Sie? Ich glaube, ich bin nicht zu hören, oder? Stehen Sie mal recht. Aufstehen. Wenn Sie aufstehen vielleicht? Nee. Sie hat so eine laute Stimme. Ich rede trotzdem. Verzeihen Sie mir meine drei Fragen an Sie, Frau Blockstedt, weil Ihre Arbeit ist ja nicht hoch genug anzuerkennen und da ist vielleicht jede vielleicht gleich an einer heimlichen Kritik ja schon verfänglich vielleicht, weiß ich. Erste Frage wäre mal zu der ehemaligen politischen DDR-Häftling. Haben Sie da irgendwelche Rückkopplungen, das werden sicherlich für Weltvereinzelte sein, die aus Ihrer Haftzeit etwas Richtiges und Vernünftiges heraus entnommen haben und die das niedergeschrieben haben? Ich will das deswegen nur beschreiben, weil es gibt aus der psychologischen Seite ja die Kenntnis, dass wenn man Gegensätze, real existierende Gegensätze, mal zu denen, die enttäuscht sind, dagegen setzt, diese Personen aus ihren Sackgassen und wo sie drinstecken, herauslöschen könnte mit solchen Gerichten, wenn sie den Tatsachen natürlich entsprechen und nicht fingiert sind. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage wäre, es gibt ja auch, wie Sie sagen, gibt es ja auch welche, die heute noch unzufrieden sind. Wir haben schon zwei Systeme erlebt, das damals, eigentlich ehemalige DDR, das jetzige. Und es gibt ja möglich, gibt es eine Liste, wo diese Probleme und Ungerechtigkeiten, die Sie meinen, die es jetzt gäbe, Sie so artikulieren können, so deutlich machen können, damit man mal herausfinden kann, ob es sich um Rhetoriker handelt, die prinzipiell mit dem Leben nicht klarkommen wollen, oder ob es sich um tatsächliche Personen handelt, wo begründete Fakten sind, wo man sagen kann, das kann man als Ungerechtigkeit schon darlegen. Denn ich glaube schon, wir müssen gründlicher werden. Oberflächlichkeit nützt uns an der Stelle nichts. Und der letzte Punkt wäre vielleicht nochmal, haben Sie festgestellt, ob jene, die, oder ist das ein Indiz für die psychologisch-therapeutische Seite, dass die schlecht war für diejenigen, die sich dahin begeben haben, oder sind die unzufrieden sind, prinzipiell
die Ablehner von der Psychotherapie gewesen. Was zeichnet also diesenjenigen, die unzufrieden sind, aus? Das war's. Naja, also die Formulierung Ihrer Frage ist manchmal etwas merkwürdig. Ja. Das hat einen Grund übrigens. Ich komme nicht aus der DDR, ja. Bin Westberlin sozialisiert, also sprachlich sicherlich. Das hat damit nichts zu tun. Ich bin auch Westberlinerin. Ja. Insofern ist das. Also zu der ersten Frage. Haben die etwas Ordentliches daraus gemacht? Für viele ist das Überleben das Wichtigste, was sie tun konnten. Und es gibt sehr viele, die kreativ mit dem umgegangen sind später. Gabriele Stötzer ist ein Beispiel davon. Aber sie hätte ja sicherlich auch ganz anderes gemacht, wenn sie nicht immer sich mit dieser Haft hätte beschäftigen müssen. Also es ist ja auch eine Festlegung, eine thematische, weil man etwas bearbeiten muss, dass man dann an der Stelle das auch sozusagen immer weiter verarbeiten muss und auch kreativ mit dieser Belastung umgehen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die anderen Fragen waren. Zu der Liste, die Sie gesagt haben, der Unzufriedenheit, das finde ich eine merkwürdige Frage. Das sind keine merkwürdigen Fragen. Doch, es ist keine, ich habe nicht nachgefragt, ob die Einzelnen eine Therapie gemacht haben. Warum sollte ich das? Ich habe nachgefragt, sind Sie zufrieden mit dem oder dem und dem? Oder sind Sie, gucken Sie einfach sich das Buch an und dann werden Sie auch genau sehen, was dann da drin gefragt wurde. Ich kann ja jetzt nicht Ihnen den Fragebogen auseinandernehmen und erzählen. Ja, ich hatte auch den Eindruck, das ging fast ein bisschen ins Methodische. Da kann man, in der Fragebogen ist hinten drin, in dem Buch kann man auch nachlesen. Ja, ja, ich möchte da doch was dazu sagen. Weil mir waren die Fragen auch ein bisschen merkwürdig. Es hat ja, wir haben jetzt hier ein paar Biografien ganz abrissmäßig gehört von Leuten, die einfach nicht. Ja, Mario, dazu gibt es eine ganze Menge zu sagen, je nachdem, wie man sich nach der Haft entwickeln konnte. Ich hatte, wie gesagt, ein Stückchen Unterstützung. Ich habe damals, als mein Vater mich vom Bahnhof abholte nach der Haftentlassung, ihm in die Hand versprochen, ich werde versuchen, mich in dieser unerfreulichen Republik zu behaupten. Und wenn nicht, verkauft die Deutsche Reichsbahn ja nächste Woche auch noch Karten nach Berlin. Und ich hatte eben das Glück, dass ich in einen Betrieb kam, wo ich nicht die übliche Verfahrensweise, ich sage es immer, die sozialistische Haftnachsorge erleben musste. Sprich, man musste in dem Kaderfragebogen eintragen, 6 Jahre Zuchthaus bei Vorstrafen wegen Verbrechen nach Artikel 6 der Verfassung. Und das war für einen sozialistischen Betriebsleiter normalerweise, wenn er es nicht besser kannte, das Signal, der kann bei uns einen Hof fegen und mehr nicht. Ich habe mir, als ich mich dazu entschlossen habe, dann auch, und so ist das auch von Frau Klofstedt überschrieben, auf Deutsch gesagt, die Tarnkappe wie Bankräuber übergezogen und habe nach außen hin nie durchblicken lassen, was ich denke. Ich habe mitdiskutiert, wenn ich Dinge hatte, die ich ökonomisch belegen konnte. Die irrsinnig billigen Brotpreise, wovon dann von diesem Brot über 50% in der Futtertonne landete. Also solche Probleme konnte man durchaus sagen, als Biermann ausgebürgert wurde, hat von mir niemand gehört, dass ich das überhaupt wahrnahm. Ja, also das war schon der Tribut, den man denn zahlen musste. Ich hatte 1960 einen Unfall, wo ich dann danach nicht mehr als Bäcker den ganzen Tag stehen konnte. Ich war also darauf angewiesen, eine mehr oder weniger Schreibtischarbeit, und die war meistens mit Leitungsfunktionen verbunden, zu machen. Und da blieb dann gar nichts weiter übrig. Ich habe also sehr häufig mit anderen Gleichgesinnten, wir haben immer gesagt, wir versuchen, dort wo wir sind, noch dafür zu sorgen, dass sich trotz führender Partei der Arbeiterklasse noch ein paar Rädchen drehen. Das heißt, unsere eigene private Erfüllung sahen wir darin, dass wir an kleinen Ecken
dafür sorgen konnten, dass es an dieser einen oder anderen Ecke mit der Versorgung ein Stückchen besser ging. Ob das jetzt in meinem Beruf Backwaren, Brot war, Frischbackwarenversorgung oder viele andere Dinge, wo man eben einfach gesagt hat, du versuchst da was draus zu machen. Die Lorbeeren heimsten natürlich dann immer die offiziellen Leiter ein. Man war ja immer nur, und das hat sich bei mir insofern ausgewirkt, dass ich auch heute noch immer lieber die graue Eminenz mache, als eine im Vordergrund stehende Führungsstellung. Ja, das stimmt ist so, nicht ganz. Sie bereiten ganz viele Häftlinge. Das ist Dienst am Mithäftling. Ja. Aber wie gesagt, eine offizielle, mein Landesvorsitzender und jetziger Bundesvorsitzender Johannes Rink beispielsweise, den habe ich auf Deutsch gesagt, ich sage, erstmal bist du 8 Jahre jünger und du übernimm das mal, du kannst noch eine Weile länger wie ich. Ich bin jetzt 77 bald. In der Form immer, lassen anderen die offizielle Seite machen. Ich bleibe als graue Eminenz im Hintergrund. Das ist so eine Krankheit, die ich dabei übernommen habe, aber mit der ich recht gut leben konnte. Danke. Ich habe gerade noch einen Hinweis bekommen, den ich gerne nachgehe sofort. Da ja Frau Stützer gerade auch über ihr Werk berichtet hat. Wir haben ja einige Exemplare von ihrem Buch Ich bin die Frau von gestern, die hier vorne zu haben sind. Ja. Dann zeigt sich das Klassenbuch. Nur ergänzen, Wolfgang, man muss eigentlich die damalige politische Situation auch sehen, 15, 16 Jahre. Es war immer ein Auf und Ab. Das heißt, es gab so eine Art wie politisches Tauwetter, als da der Khrushchev plötzlich sagte, alles Mist, was der Stalin da gemacht hat und so weiter. Und gerade wenn man da in dieser Zeit sich versuchte zu verwirklichen, so wie du das da geschafft hast, dann hat man langsam können auch wirklich Aufstiegschancen, bis hin zu deinem Studium, was du gesagt hast. So ähnlich ist mir auch gegangen, aber etwas später. Wenn man gute Leute hatte, die einen gestützt haben, das hat aber dann nicht mehr geholfen, wenn die Stasi dann direkt dann noch eingriff, so ist es dann nach dem Studium mir gegangen. Aber das kann ich nur bestätigen. Man muss immer das politische Tauwetter auf und ab und je nachdem, wie die Großwetterlage war, so sind wir dann auch behandelt worden. Aber da ist eben der große Unterschied zwischen den 50er Jahren, wo dann nichts mehr gesagt wurde, auch zum Teil es ja auch strafbewehrt war, darüber zu sprechen, und der redenden Gefangenen, also jetzt Gabriele Stötzer, ne, da ist einfach eine andere Generation dran, eine andere Glaube auch an das System. Und zugleich auch an der Stelle ein anderer Umgang mit den Erfahrungen der Haft. Auch in Prag haben diejenigen, die dann rauskamen, nicht aufgehört zu reden, sondern da wurde dann aus unserer Gruppe die Charta 77 und das hat dann eine lange Tradition bekommen, die dann bis zum Umsturz führte. Und an der Stelle ist natürlich in der DDR etwas Ähnliches passiert und das ist durch das Reden passiert, dass man die Öffentlichkeit gesucht hat und das ist, glaube ich, an der Stelle das Wichtigste, was man lernen konnte, aber die erste Generation hatte da auch keine Chance zu. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen und dann würde ich gerne noch in eine Abschlussrunde geben. Die Frau, die Dame hier vorne? Ja, der Begriff Neutoriker, der hat mich als erstes ein bisschen geärgert. Und dann habe ich wie so einen kreativen Schub bekommen und dachte, das muss man im Umkehrschub sehen. Also ich finde das gut, dass sich einige wenige Mutige aus der Masse der notorischen Weggucker, also der Neutoriker, die eigentlich die Masse darstellen, abschließen. Also vielen Dank. Also jede Gesellschaft lebt ja davon, dass was passiert, dass man auch mal was kritisch hinterfragt und nicht versinkt in der Bequemlichkeit der neutorischen Wegguckerei. Ich glaube, da kommt. Da war noch der Herr im blauen Hemd. Ja, ich habe noch eine Frage und ich hoffe nicht, dass Sie die so verstehen als eine Frage aus Westperspektive. Es gab in den 60er Jahren ja in der DDR im Rahmen einer Strafrechts- und Strafreformdebatte so etwas wie einen Resozialisierungsgedanken. Und ich glaube, das war auch in Teilen sogar ernsthaft gemeint.
Und ich habe mich gefragt, Sie sind ja alle drei in die DDR entlassen worden, was ja auch nicht selbstverständlich ist, ob es eigentlich von staatlicher Seite überhaupt Versuche gegeben hat, Sie quasi zurückzugewinnen, also für den Sozialismus, für die sozialistische Gesellschaft, oder ob dieses also in der Sphäre des politischen Strafrechts, das wäre auch eine Frage an Frau Bockstedt, die Sie ja eine ganze Breite und Palette von Interviews geführt haben, sowas eigentlich überhaupt nicht vorgekommen ist, sondern nur in der Sphäre des, in Anführungszeichen, normalen Strafrechts stattgefunden hat. Ja, danke. Ich würde die Frage gerne für in die Abschlussrunde mit reinnehmen, wenn das okay ist, und Ihre Frage noch dazu nehmen, und das ist dann die letzte. Und dann. Ich habe mal an Frau Blutrecht. Sie hatten ganz am Anfang von Ihren Einleitungen erwähnt gehabt, dass bei den Frauen speziell, wenn jetzt den Haftkram, sagen wir so, Sorgerecht gezogen worden ist. Haben Sie da jetzt speziell auch Zahlen und Fakten darüber? Ich mich nicht speziell mit dem Thema Zwangsadoption beschäftige und mich würde das mal interessieren. Deswegen war es sehr erfolgreich gewesen, dass Sie das mit erwähnt hatten. Haben Sie da spezielle Forschungen machen können in diese Richtung? Das kann ich ganz kurz vorher sagen. Nein, das ist nicht mit drin. Wohl die Schwierigkeiten, die Verwandte haben, oder dass es überhaupt Schwierigkeiten mit den Kindern gab, Schwierigkeiten mit Angehörigen, aber jetzt nicht speziell, wie oft Kinder weggenommen wurden. Das weiß ich nicht. Das war für den Fragebogen auch nicht mit drin. Dann würde ich alle bitten, nochmal auf offenes Eins, vielleicht auch auf die Frage anknüpfend an, gab es so etwas wie Resozialisierungsversuche oder hat man einfach nur versucht, sie, wie es dann in späteren Jahren der Fall war, aus der DDR rauszubekommen? Nein, die gab es, also in meinem Fall nicht. Im Gegenteil. Man wurde praktisch, wie gesagt, ich hatte ja genäht in Honeck, musste in so eine Näherei und das war schon eigentlich alles unter Druck und Zwang. Ich weiß nicht, was man da bezweckte, aber ich hatte dann dieses Glück ja auch, dass ich diesen Mann kennenlernte, schwanger wurde und im Januar 69 geheiratet habe. Und dann war alles irgendwie anders. Obwohl, so anders war es auch wieder nicht. Mein Vater war Westberliner, der ist dann irgendwo nach Westberlin. Der ist irgendwie auch inhaftiert. Der ist leider 61, als die Mauer war, ist er nicht mehr zurückgekommen, wollte aber immer wieder zurück, ist dann übers Gefängnis wieder zurück. Und der Vater meines Mannes war Westdeutscher. Also man hat immer so ein Auge auf uns geworfen. Aber wir haben uns eigentlich halbwegs aus allem dann rausgehalten. Ich habe eine Halbtagsstelle bei der Post angefangen, erst als Bürohilfin. Und dann durch Zufall eine kleine Poststelle im Ortsteil Falkenhöhe übernommen.